Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eckladung zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier in der Safari-Zone. Sprechen kann ich auch noch nicht richtig. Ja, Pikachu freut sich drüber. Fuchsania City, die Stadt der rosa-roten Träume. Joa, heute werden wir uns mal ein bisschen an die Safari wagen. Vielleicht sehen wir ein paar wilde Tiere, ein paar wilde Pokémon. Ja, dann schauen wir mal weiter. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Ah, der Punkt ist einfach. Ne, nur das Bild. Ah, hier ist sozusagen ein Zoo für Safari-Fans hier. Kannst dir angucken, welche Pokémon du alles so fangen kannst. Vielleicht mal Zerschneider einsetzen. Dann können wir dadurch, ist der Weg nicht mehr versperrt. Pokémon Safari. Okay. Ah, das sieht gut aus. Willkommen in der Safari-Zone. Für nur 500 Pokédollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du nur möchtest. Möchtest du auf die Jagd gehen? Ja, ich möchte. Ich möchte auf die Jagd nach Pokémon gehen. In einer Safari-Zone in Fuchsania City. Hier, spezielle Pokébälle. Zwinge erhält 30 Safari-Bälle. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit vorbei ist. Oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. In Ordnung. Los geht's. Hier sind wir in der Safari-Zone. Drücke Start, um nachzusehen, wie viel Zeit du noch übrig hast. Gab's hier nicht auch irgendwie einen Glitch? Ich glaube, Sunnytown war's, oder? Kann das sein? Den man hier einsetzen kann. Aber erstmal hier entlang. Na, ich will mit dir sprechen, Junge. Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin. Von mir aus. Wo ist bloß mein Freund Erik hingegangen? Naja, der macht gerade Let's Plays. Denn gerade Sachen für den Channel Gronkh auf. Was haben wir denn hier? Ein wildes Paras. Deswegen setzt Safari bei allen. Naja, viel wird das nicht bringen. Ja, war fast zu erraten. Köder, Flucht und Stein können wir machen. Hau und Stein drauf. Zack. Paras blutet. Paras ist geflüchtet. Und würde ich verstehen, wenn jemand auf mich einen Stein werfen würde. Da würde ich jetzt auch nicht gerade glücklich sein und mich fangen lassen. Aber gut, was soll's. Noch ein wildes Pokémon, ein wildes Knogger. Na, das müssen wir uns doch fangen. Ist doch sowas von unbedingt fangbar. Bitte. Ich will dich haben. Ist geflüchtet. Schade. Vielleicht finden wir ja noch eins später. Das sieht hier sehr bergig aus. Na, Berg ist das jetzt nicht, aber hügelig. Dann gibt es mir einen Knogger. Oh, ein wildes Tauros. Na, das kann ich auch gebrauchen. Ja, damit. Ja, ich weiß, ich muss das eigentlich erstmal ködern. Los, friss. Das wilde Tauros frisst. Jetzt einen Ball. Das hat den Pokémon verfehlt. Was? Wie? Ist geflüchtet. Alles klar. Knogger. Irgendwo hier ein Knogger. Ich hätte gerne einen Knogger. Ach, Tauros, dich brauche ich nicht mehr. Werf Stein. Ja, verschwinde. Tauros ist wütend. Tauros ist geflüchtet. Ach, was das hier soll. Okay, haben wir jetzt in der Box.
Was haben wir da? Ein... Oh, wei! Oh, wei, was ist denn das für ein Pokémon? Los, Safari-Ball. Vielleicht kriegen wir es gefangen. Das hätte ich ganz gerne. Wunderbar, ein Uwei wurde gefangen. Na, das finde ich wirklich wunderbar. Und dann Team. Na, würde ich das ins Team nehmen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist cool, eins zu haben. Uwei. Uwei ist kleine Köpfe kreisen um den großen Kopf wie Planeten um die Sonne. Sie halten so die Balance. Möchtest du Uwei einen Spitznamen geben? Nein, natürlich nicht. Das tue ich in dieser Edition nicht. Spitznamen vergeben. Ein Pokémon Ultra Sonne und Ultramond werde ich das wieder machen. Ein Item gefunden. Ein Uwei. Das haben wir doch schon. Brauchen wir nicht nochmal. Ist ja trotzdem Safari. So, ich habe daneben geklickt. Mist, hat Pokémon hat sich befreit. Stein. Zermatsch es. Zermatsch die Eier. Ja. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Nicht zweideutig sehen. Stein, jetzt verpiss dich doch. Los, verpiss dich. Stein, mach dich Matsche. Uwei ist geflüchtet, endlich. Okay. Noch ein Uwei. Was wollt ihr denn hier von mir? Ihr dummen Eier. Flucht. Ich brauche kein Uwei. Ich hab schon eins. Na, ich sagte, ich hab schon eins. Ein wildes Uwei. Was soll ich denn mit dir? Verdünnisier dich. Ich will einen Knogger. Ein Knogger brauche ich. Gebt mir einen Knogger. Okay, hier komme ich vorerst nicht weiter. Bin ich hier nicht in Miitopia, aber was soll's. So, irgendwo ein Knogger für mich. Dann, ja, ich bin mir ganz sicher, dass hier dieser ein Glitch war. Das war ganz sicher hier. Irgendwas muss man dafür machen, irgendwas mit Schritten. Ich werde mich mal informieren und dann sage ich das euch im nächsten Part. Und vielleicht machen wir sogar einen Glitch noch draus. Safari Ball, ja, kann gar mal, kann ich gebrauchen. Hui, Mist, das Pokémon hat sich befreit. Nochmal, weiter Safari Bälle einsetzen. Genug haben wir ja. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Dann ködern wir es mal. Los, friss. Will dem Kangama frisst. Das wilde Kangama ist geflüchtet. Schande. Ja, Durchsage. Gong. Die Zeit ist um. Dein Safari-Tour ist vorbei. Mist. Ich noch einen Knogger fangen, aber ja, gut, was soll's. War die Jagd erfolgreich. Besuch uns bald wieder. Na dann. Haben wir uns mal umgesehen in der Safari-Zone. Okay, ich habe mich in der Zwischenzeit mal kurz informiert, was den Sunnytown Glitch angeht. Den gibt es tatsächlich wirklich. Der hat wirklich was mit der Safari-Zone zu tun. Aber den machen wir mal lieber erst nach dem achten Arena-Leiter, nach dem achten Orden. Das bringt jetzt noch nichts, weil dazu brauchen wir eine Stadt, in die wir jetzt aktuell noch nicht können. Und ja, dazu müssen wir erstmal noch ein bisschen was geschichtlich schaffen hier. Storymäßig im Spiel. Ich würde mal glatt sagen, trauen wir uns jetzt erstmal an den wievielten Arena-Leiter? Den fünften. Den müssen wir jetzt im Arena-Orden hier besiegen. Da waren wir im letzten Part schon mal, haben wir schon mal Lucky Lucky gemacht, um so auszudrücken, wie es ein lieber YouTuber von mir sagt, also ein YouTuber, den ich gerne mag. Manche wissen, wen ich meine. Ja, so gehen wir mal hier ins Pokémon Center. Und dann stürzen wir uns kopfüber in den fünften Orden. In die fünfte Arena. Auf geht's. Mal schauen, was uns hier erwartet. Okay. Hey, warte, du bist Champion in Spe. Was auch immer dieses Champion in Spe heißt. Ich habe keine Ahnung, kann mir das mal irgendjemand in den Kommentaren verraten. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Champion in Spe. Seltsam. Die Arena von Fuxiana City ist voller unsichtbarer Mauern. Ach du Schande. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Ach du Schande. Ja, hier sehen wir es, hier kommen wir nicht weiter.
Müssen wir also nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Nach Spitze. Und dabei wahrscheinlich gegen einige Trainer hier kämpfen. Ja. Aber sowas von müssen wir gegen einige Trainer hier kämpfen. Hops, das wollte ich nicht. So, ich versuch's mal hier so. Okay, hier geht's weiter irgendwie. Okay, hier ist wieder eine Wand. Hier ist eine Wand. Ah, sieht so aus, als ob wir gegen den kämpfen müssen. Wohl oder übel. Na dann, machen wir's mal. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Okay, jedem das seine. Wenn du ein Ninja werden willst, sollst du es werden. Jongleur bist du gerade. Dein Ding, deine Sache. Wenn du ein Ninja dein Traum ist, dann lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Auf deinem Weg stelle ich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, falsches Spiel. Jongleur setzt Traumato ein. Okay. Ruf Traumato zurück. Okay, ja, ich will ja nicht sagen, setzt einmal Glut ein und er zieht das Traumato zurück. Was ist das für eine Taktik? Eine interessante Taktik, aber gut. Wenn es hilft, ruf Traumato zurück. Was? Was hast du vor? Soll ich die alle nacheinander besiegen? Ja, jedem so ein bisschen was abziehen und dann den nächsten Puffnuss. So kann man es natürlich auch regeln. Zerschneider. Ich meine, ist nur positiv für mich, wenn du dein Traumato zurückrufst. Greift es nicht an. Dann kann ich es langsam aber sicher besiegen. Das soll mir nur recht sein. Traumato Giftwolke. Okay, man wurde vergiftet. Das ist nicht so schön, das finde ich nicht so toll. Da muss ich wohl mit leben. Kratzer. Ja, bringt alles nicht wirklich was, aber da er es scheinbar ständig zurückzieht, bringt es doch etwas. Okay, jetzt tut das nicht mehr, jetzt zieht das nicht mehr zurück. Aber wir konnten zumindest schon zwei Traumatos etwas abziehen an KP. Und das war gute Arbeit. Pikachu! Ich weiß echt nicht, welche Pokémon hier effektiv sind. Da bin ich nicht so bewandert in der Methodik der Pokémon. Mal sehen. Werden wir ja experimentell jetzt hier mal herausfinden. Okay, scheinbar ist Traumato effektiv gegen Pikachu. Wie wir gerade gesehen haben. Und Donnerschock nicht sehr effektiv gegenüber Traumato. Das hätten wir schon mal. Traumato! Von mir aus. Hoch zu Keep. Vielleicht bringt das etwas. Ja, ein bisschen mehr als Donnerschock. Konfusion. Das war sein Ende. Ich meine, das Ende des Pikachu. Schlock. Ich setze die einfach mal nach der Reihenfolge ein. Wie sie gerade sind. Blubstrahl. Vielleicht ist das ja effektiv. Die Attacke Blubstrahl könnte eventuell effektiv sein. Also setze sie ein. Na, ach gut, effektiv kann man es jetzt nicht nennen, aber ja, gibt effektivere Attacken. Beschweren kann ich mich da eher weniger. Volltreffer. Traumato setzt Aussetzer ein. Blubstrahl wurde blockiert. Bäh. Zum Knoter. Blubber habe ich ja auch noch. So, das dürfte nicht mehr lange sein, das Traumato. Dürfte gleich besiegt sein. Mein Schillock allerdings auch. Georock. Du warst immer ganz schön stark im Kämpfen. Vielleicht schaffst du es hier auch. Na, hier erreicht dir irgendwie nur einen Steinwurf. Wird es ausreichen. Traumato 1 besiegt. Dann mal Traumato 2 her. Level 29. Versucht Herzner zu erlernen. Was willst du denn mit Herzner? Herzner ist doch so eine lasche Attacke. Ist doch sowas von unnütz. Unnütz. Nein, Herzner nicht erlernen. Nein. Nicht machen. Nicht erlernen, ja. Herzner nicht erlernt. Traumato in den Kampf geschickt.
Da bin ich ja ganz traumatisiert. Wie hast du denn mit Schaufler? Naja, das bringt ja jetzt relativ wenig, weil Tomate ist schon fast besiegt. Aber weil es schön aussieht, der Tag schlug fehl. Schaufler, zack, haben wir es. So, 2 von 4 besiegt. Dann waren es nur noch 2. Und weiter kämpfen. Kadabra. Das ist leider noch nicht der Arena-Leiter. Das ist nur ein Vorkampf. Schade eigentlich. Wäre schön, wenn das jetzt schon der Arena-Leiter-Kampf wäre. Das hat viel gebracht. Schaufler ist schon mal eine sehr effektive Attacke. Auch in diesem Kampf. Denn ich möchte nicht wechseln. Weiter geht's. Noch ein Traumato. Wir sind wohl hier vom Typ Psycho. So sieht's aus. Stand wahrscheinlich auch an der Eingangstür. Am Schild an der Eingangstür. Aber Schaufler, das bringt's ja. Ohoho. Aussetzer, die Attackstufe fehlt. Das ist gut, weil sonst hätte ich hier Schaufler nicht einsetzen können. Zack. Und da war's mit dem Traumato vorbei. Ich habe mein Traumata besiegt. Jongleur besiegt. Ich habe verloren. Deswegen gewinnt 1085 Pokédollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen diesen Jongleur hervor. Dann mal weiter. Vielleicht kommen wir hier irgendwo weiter ans Ziel. Und das Ziel ist der Arena-Leiter in diesem Orden. Okay, man kann so, wenn man genau hinguckt, gibt es dann so ein bisschen, kann man eine kleine Spur erkennen. Ach du Scheiße, das wollte ich nicht. Ich würde sagen, man kann erkennen, wo die Wände sind. Die sind nicht ganz unsichtbar, man kann es mit der Kamera wahrscheinlich nicht erkennen, aber es gibt so ganz hauchfeine Striche da, die dort das Blau, die blauen Linien durchstrichen. Da kann man so ungefähr, so, wenn man ganz, 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 ganz genau hinguckt, so ein bisschen durch den Bildschirm guckt, dann kann man es irgendwie erkennen. Also so unsichtbar ist das doch nicht. 2 Pokémon. Okay, Dompteur sitzt dann da mal. Es sind heute viele Pokémon-Kämpfe in diesem Part. Okay, Sandama gegen Gearburg. Okay, Sandama ist jetzt aber kein Psycho-Pokémon. Und was soll denn das hier? Aus der Reihe getanze. Okay. Das hat mir was abgezogen. Georg gräbt sich ein. Sandama setzt Schlitzer ein. Sandamas Attacke Schlitzer geht aber daneben. Ich setze Schaufler ein. Und, ja, weniger als ich erwartet habe, aber versuch's mal mit Mega-Hieb. Könnte auch was bringen. Das ist halt kein Psycho-Pokémon. Bei Psycho-Pokémon scheint es vielleicht ein bisschen mehr zu bringen. Steinwurf, vielleicht ist das auch effektiv gegen Sandama. Wir versuchen es mal. Ja, ich glaube, bisher war am besten der Mega-Hieb hier. Den können wir nochmal einsetzen. Mega-Hieb ging daneben. Was ging daneben? Gibt's doch gar nicht. Schlitzer, was willst du mich aufschlitzen oder was? Mega-Hieb, mach's alle, Georg. Sagte, mach's alle und lass nicht ein KP noch übrig. Steinwurf. Das wird's noch bringen. So, wir haben hier 2 Pokémon zu besiegen. Nicht nur eines, also hau rein. Georg, hau rein. Lass dich nicht besiegen. Und effektiv, Steinwurf ging daneben. Was? Ist nicht wahr, ich habe keine Tränke mit. Ist nicht wahr. Sandwirbel. Ich muss mir wohl gleich mal ein paar Tränke kaufen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Schaufler. Zack, so haben wir es besiegt. Haben wir auch noch den letzten Tapir abgezogen. Dompteur setzt Arbok ein. Weiter kämpfen, bis du K.O. bist. Okay, versuchen wir es mal mit Schaufler. Das sieht schon sehr nach Psycho aus, das Pokémon. Oder Gift, könnte es auch sein. Schaufler. Was? Schaufler ging daneben. Was geht hier? Giftblick.
paralysiert. Okay, ich habe einen Plan. Ich habe da so einen leichten Plan. Finale! Komm, Finale! Lass wirken. Ich bin eh fast down. Und das muss hier einmal helfen. Los, 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 los! Finale! Du bist eh K.O. Komm, mach das für das Team. Sven besiegt Domteur. Oh, er hat mich besiegt. Zwenge gewinnt 1360 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Domteuren hervor. Hä? So, da ich das jetzt irgendwie erkennen kann. Hier geht's lang, da geht's lang. Da geht's natürlich direkt am Trainer vorbei. Ist ja klar. Links und rechts kann man nicht lang. Ich sehe es, wo man lang kann. Ist das geil. Man muss zwar irgendwie ein bisschen die Augen verdrehen und ein bisschen Augenakrobatik machen, aber... hier kann man lang. Ja, aber da steht er im Weg. Hier kann man nicht hoch. Ah, das tut weh in den Augen, aber... weiß wo lang. Wir müssen, glaube ich, an dem vorbei. Das ist zwangsläufig so. Das muss so. Na dann, auf geht's. Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Das willst du, dass ich dir das erzähle, oder was? Wer meine Vorfahren sind? Mein ganzen Zwergenstammbaum, oder was? Balin, Dwalin. Wer noch? Gimli ist mein Opa. Da weißt es. Okay, ja, stimmt. Wie sollte man meinen Pokémon wechseln? Nintexo kann ja relativ wenig ausrichten. Kann nur liebe Grüße ausrichten von mir. Tauboga, der war auch sehr effektiv im Kampf. Den können wir doch einmal einsetzen. Vielleicht bringt es ja hier Windstoß, kannst du gerne blockieren. Ich will Fliegen einsetzen. Das war beim letzten Mal sehr effektiv. Konfusion ist aber auch sehr effektiv. Das zieht ziemlich viel ab. Oh wei. Traumato. Das soll mir recht sein. Traumato nehme ich auch. Zieht nämlich beiden was ab. Ist egal, ob Traumato oder der andere. Fliegen eingesetzt. Hui. Traumato setzt Konfusion ein. Das finde ich nicht so toll. Ein Trank. Ja, ein Trank. Das ist seltsam. Das kommt mir sehr, sehr seltsam vor. Setzt nochmal Fliegen ein. Fast zum Henker. Sag nicht, die Tränke sind jetzt nicht mehr in meinem Beutel. Die habe ich doch gerade eingekauft. Kann auch gar nicht sein. Level 28. Hypno wird in den Kampf gesetzt. Ich will jetzt mal herausfinden, was damit los ist mit meinem Beutel. Der ist ja sowieso ziemlich am Arsch in diesem Spiel. Brotsticket, Angel, Beleber, Superball, Liftöffner, Slipscope, Fahrrad. Ich habe keine Tränke drin. Ich habe doch gerade welche. Bin ich denn bekloppt? War doch gerade welche einkaufen. Hypertränke habe ich hier eingekauft. Was denn? Ich setze einfach nochmal Fliegen ein, wenn ich es darf. Sieht nicht danach aus. Den Belieber habe ich zum Glück im Beutel. Vielleicht kann ich die nehmen. Alter Schwede. Ich weiß nicht, was hier los ist. Den Belieber habe ich hier. Aber ich kenne Tränke. Was zum Henker? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich sehr stark verwirrt. Tauboga, hier mit dir. Vielleicht kannst du ja noch einmal Fliegen einsetzen. Vielleicht hast du ja noch mal die Möglichkeit. Giftwolke hat keine Wirkung, das ist schön. Immer Fliegen einsetzen. Okay, jetzt hat Giftwolke eine Wirkung. Ist vergiftet. Soll mir recht sein. Besieg ist das Hypno. Besieg es. Als anderes ist mir egal. Fliegen. Auwei, auwei. Ob das hier noch was wird. Konfusion. Sieht nicht danach aus, dass das noch was wird. Und das ist noch nicht mal der Arena-Leiter. Mann.
Georg. Und du vielleicht. Schaufler könnte das was bringen. Hat keine Wirkung, gräbt sich ein. Kopfnuss geht daneben. Schaufler, mal sehen, was das mit mir bringt. Okay, das bringt was. Da bin ich froh, dass ich den noch mit dabei habe. Kopfnuss schadet ein bisschen. Und noch einmal eingraben. Und Konfusion geht daneben. Schaufler. Zack, da hätten wir es. Hypnorolle besiegt. Smetbo erhält einen GP-Punkt. Smetbo erreicht Level 26. Jongleur besiegt. Ich kann Jongleur nicht richtig aussprechen. Beim ersten Anlauf. So. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Bist du schon der Arena-Leiter? Wenn ja, dann muss ich hier mal ganz schnell raus und mein Pokémon-Team heilen. Oh, mal gucken. Wen haben wir denn hier? Den Verkäufer. Ich kann mir mal sagen, warum ich meine Hypertränke hier nicht bekommen habe. Ich will mal 10 hier. Das ist nicht genug Geld. Ah, das ist klar. Jetzt habe ich nicht genug Geld oder was? Ist klar. Kann ich irgendwas verkaufen oder was? Kann ich noch irgendwo was Sinnvolles? Ein Nugget oder sowas noch in der Tasche, was ich verkaufen kann. Ich hätte die TMs verkaufen sollen, statt seinen Müll zu werfen. Wie viele kann ich mir denn noch leisten? Wie viele? 5 gehen aber bitte. Okay, das geht noch. Habe ich es denn jetzt wenigstens in der Items-Tasche? Hier sind die Hypertränke 5. Okay. Mit 5 muss ich dann halt mal leben. Ich weiß nicht, was hier im Spiel falsch läuft. Das ist irgendwie... Dann muss das sein, Game Freak. Ihr seid doch eh schon unlogisch wie nix. So, hier vorbei, an dem vorbei. So, und hier müsste der Arena-Leiter sein. Den können wir dann mal herausfordern.